Hallo und herzlich willkommen zu Back to the Future. Mein Name ist Vincenzo Aloe. Mein Name ist Dimitrios Karadidos. Und heute gedenken wir zurück an unseren blauen Planeten. Erinnerst du dich, Dimi? Genau, vor circa 60 Jahren haben wir nämlich noch studiert an der Hochschule Esslingen und da hatten wir ein Fach. Genau, das war nämlich ein ganz besonderes Fach, nämlich Nachhaltigkeit. Genau, und da hatten wir ein Projekt, wo wir quasi kleine Videos gedreht haben. Worum ging es denn in den Videos nochmal? Richtig, wir mussten Grundregeln aufstellen, um unser Leben nachhaltiger zu gestalten. Und ich denke, das wäre auch ganz interessant für die Zuschauer, oder nicht? Genau, weil hätten wir die Regeln befolgt, wären wir und Sie, liebe Zuschauer, vielleicht nicht auf dem grünen Planet, sondern immer noch auf dem blauen Planet. Genau, und wir wollen so ein Szenario natürlich nicht noch einmal haben. Deswegen denke ich auch, ist es heute noch sehr up-to-date und sehr wichtig, dass wir uns die Grundregeln mal anschauen. Genau. Hier unsere Videos von damals. Nachhaltiger Konsum. Lokale Produkte haben kürzere Transportwege, was den CO2-Ausstoß reduziert und die Umwelt schont. Ebenso wichtig ist die Nutzung nachhaltiger und recycelbarer Produkte. Diese werden unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards hergestellt und tragen dazu bei, Abfälle zu minimieren und Ressourcen zu schonen. Bewusste Ernährung. Ein Punkt, den jeder von uns betrifft. Wir sind in den Supermärkten von Überverpackungen umgeben, obwohl man diese auch weglassen könnte. Außerdem ist es wichtig, regionale Produkte zu kaufen und auf saisonale Lebensmittel zu setzen. Damit wir jederzeit frische Lebensmittel aus dem Ausland beziehen können, müssen diese tausende Kilometer reisen. Unterstützt regionale Bauern und kauft eure Lebensmittel aus der Umgebung, wie hier nur 20 Kilometer entfernt. Nachhaltiges Wohnen. Man sollte darauf achten, erneuerbare Energien zu verwenden. Checkt doch einfach mal euren Stromanbieter oder baut euch ein Balkonkraftwerk auf. Man sollte beim Neubau auf nachhaltige Materialien und gute Isolierung setzen. Außerdem kann man sein Regenwasser verwenden und im Garten Lebensraum für Tiere schaffen. Kommen wir zum Thema Mobilität. Bewegung schadet ja nicht. Warum fahren wir nicht einfach mehr mit dem Fahrrad oder laufen zum nächsten Bahnhof und steigen in den Zug oder in einen Bus ein? Wenn es nicht zu vermeiden ist, mit dem Auto zu fahren, kann man Fahrgemeinschaften bilden, um die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen, so wie hier. Selbstbildung. Führt doch einfach mal ein bisschen Eigenrecherche durch und bleibt up to date. Tauscht euch untereinander aus, seid selbstkritisch und handelt bewusst. Ja, liebe Zuschauer, das war unser kleines Projekt aus dem Studium. Bitte nehmen Sie sich die Videos zu Herzen und befolgen Sie am besten die Regeln. Genau, das geht an jeden Einzelnen da draußen. Jeder von euch kann dazu beitragen, dass unser grüner Planet auch weiterhin grün bleibt. Und das waren die Nachrichten von Back to the Future. Mein Name ist Vincenzo Aloe. Mein Name ist Dimitrios Karadidos. Und wir wünschen auch viel Gesundheit und stay green. Stay green.